Hallo und herzlich willkommen zum letzten Thema aus der Reihe Ein Psychologe auf der Suche nach dem Glück. Bevor wir starten, möchte ich aber nochmal herzlich danken dafür, dass mich so viele Menschen über all die Zeit so unterstützt haben bei diesen Videos. Vielen Dank für das Interesse und ein ganz besonderer Dank für all diejenigen, die daran gedacht haben, den Like-Button zu drücken oder auch hier und da mal einen Kommentar zu schreiben. Die Kommentare waren wirklich etwas, was mich sehr motiviert hat, was mir sehr geholfen hat. Und auch wenn das manchen nur als Kleinigkeit erscheint, so war das für mich wichtig. Es waren manchmal einfach wirklich nur so Sachen, danke für das neue Video, das hat mir wirklich gut getan. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Dass wir am Ende dieser Videoreihe nochmal auf das Thema Güte gestoßen werden, ich glaube, das ist nicht so wirklich verwunderlich. Also zum einen, das kennen wir, fühlen wir uns gut, wenn wir anderen Menschen etwas Gutes tun. Und auch für unsere sozialen Beziehungen ist Güte etwas sehr Hilfreiches. Und letztendlich fühlen wir ja auch ein Stück des Glückes, wenn man uns gegenüber Güte zeigt. Zum Beispiel, wenn man den Like-Button drückt. Aber jetzt mal im Ernst. Bei mir ist es so, dass ich kaum durch etwas so sehr berührt werde wie ehrliche Güte. Und wenn wir YouTube als Plattform mal nehmen, gibt es da ganz zahlreiche Beispiele für. Wir finden Videos, wo Menschen anderen Menschen oder Tieren einfach helfen. Einfach so. Es gibt Videos von Sportlern, die auf ihren eigenen Sieg verzichten oder ihren Vorteil aufgeben, um jemandem zu helfen. Es gibt Videos, in denen Menschen anderen aus Notsituationen helfen, ohne auf ihr eigenes Wohl zu achten. Oder es gibt Videos, bei denen man Straßentieren zu einem neuen Leben verhilft. Und das alles ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Also, auch das ist menschlich. Gütig zu sein. Wir sind alle mit bestimmten Werten aufgewachsen. Das können solche Werte sein wie Erfolg haben, glücklich sein, die Familie oder auch das Schützen der Natur. Ein Wert, dem die meisten wahrscheinlich begegnen, ist, etwas Gutes für andere zu tun, gütig zu sein. Folgen wir unseren inneren Werten, den Werten, von denen wir wirklich im Innersten überzeugt sind, dann fühlen wir uns zufriedener. Und wir können uns entscheiden, inwieweit wir unseren wirklichen Werten folgen. Jeden Tag. Viele Menschen suchen nach dem Glück. Einige scheinen es gefunden zu haben. Zumindest für den Augenblick. Was können wir tun, um glücklicher zu leben? Die positive Psychologie stellt sich dieser Frage. Der zweite Teil der Videoreihe gibt einige Antworten aus der Literatur wieder. Güte zeigt sich durch unser Handeln. In zwei Studien, die waren von Liechtenstein und Auhagen, da wurden 400 Verhaltensweisen vorgegeben und die Teilnehmer der Studie sollten sozusagen ankreuzen, welche dieser Verhaltensweisen sie als besonders gütig empfanden. Welche Verhaltensweisen könnten das gewesen sein, die ganz oben standen? Kann man ja mal selbst kurz drüber nachdenken, was wäre das für euch, was besonders gütig wäre? Die drei Top-Antworten waren einem älteren Nachbarn Hilfe anbieten beim Streichen seines Hauses, zu Weihnachten Spielzeug an ein Kinderkrankenhaus spenden und zuletzt einem verloren gegangenen Kind im Kaufhaus helfen, seine Eltern wiederzufinden. Als gütig empfinden wir Handlungen, die für andere Lebewesen oder die Natur positiv sind. Oftmals ist da auch ein Element von Selbstlosigkeit darin. Also wir verlangen nichts dafür, wenn wir gütig sind. Und natürlich findet durch Gütigkeit keine Abwertung, kein Herablassen statt.
Bei der Güte handeln wir freiwillig und oft selbstlos aus Nächstenliebe. Ziemlich interessant fand ich eine Befragung von 2003. Da war ich erstmal etwas schockiert. 92,2% der Befragten gaben an, dass sich Güte nie oder nur selten in der Gesellschaft zeigt. Das ist erstmal ziemlich ernüchternd. Auf der anderen Seite sagte aber die Hälfte der gleichen Leute, dass sie selbst häufig Güte in ihrem Alltag fänden. Also es ist nicht so ganz klar geworden, wie diese beiden Aussagen zusammenpassen. Dennoch hat die Mehrheit der Befragten gesagt, dass Güte sinnvoll für das Zusammenleben ist. Einige verbanden mit Güte natürlich auch Schwäche und irgendwelche Nachteile. Und genau das ist wahrscheinlich auch der Punkt, der uns von gütigem Handeln abhalten kann. Wir wollen letztlich nicht ausgenutzt werden, unsere Kraft verschwenden oder Menschen helfen, die es vielleicht nicht verdient haben. Inwiefern Güte aber tatsächlich und in der Regel zu Nachteilen führt, das sollte man selber mal ehrlich beobachten. Die meisten Menschen gehen allerdings davon aus, dass ein Zuwachs an Güte positiven Einfluss auf das Zusammenleben ausüben würde. Und viele Menschen sind ebenso der Meinung, dass Güte zu einem guten Leben beiträgt. Also nach dem Motto, sei gütig, sei glücklich. Wenn wir selbst gütig sein wollen, sollten wir uns bewusst machen, dass das unter bestimmten Bedingungen besser gelingt. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir durch unser Verhalten etwas Positives bewegen können. Wir sollten auch die Entscheidung zum positiven Handeln freiwillig fällen. Wir sollten eher durch unsere Werte motiviert sein und weniger durch die Erwartung, dass wir durch gütiges Handeln einen Vorteil erhalten. Wir sollten die befürchteten Nachteile durch Güte hinterfragen. Wir sollten erleben, dass gütiges Handeln für uns Zufriedenheit, Freude und Glück schafft. Und gütig zu sein, das ist, typisch verhaltenstherapeutisch formuliert, ziemlich einfach. Das Erste, was wir tun, ist, dass wir unsere Welt genau beobachten, achtsam sind. Das Zweite ist, dass wir überlegen, wie wir uns anders verhalten könnten, wie wir anders denken könnten, um gütiger zu sein. Übrigens auch mit dir selbst. Und der letzte Schritt, der dritte Schritt, wäre, das Ganze in eine Handlung umzusetzen. Und achte bitte darauf, wenn du das tust, wie sich deine Grenze entwickelt. Wie es für dich ist, wie es für den anderen ist und ja, achte dabei gut auf dich. In der vorhin erwähnten Studie, ja, die Studie, die so sagte, die Gesellschaft ist sehr ungütig, gaben übrigens fast 70% an, dass sie durchaus bereit wären, sich gütiger zu verhalten. Ich persönlich gehe mal eher davon aus, dass ich eher Güte zeige, wenn ich selber auch Güte erfahre oder wenn ich sehe, dass andere gütig sind. Und es hilft mir auch, genau diesen Gedanken umzukehren. Wenn ich gütig bin, helfe ich anderen auch dabei, gütig zu sein. Ja, etwas Persönliches zum Schluss. Und bevor ich das sage, muss ich mich noch einmal kurz entlasten. Wenn ihr helfen wollt, achtet auf eure Grenze. Helfer, die sich nicht helfen lassen, werden bald keine Hilfe mehr sein. Also, das muss ich nochmal loswerden. Okay. Vor einigen Wochen habe ich was Gütiges getan und es ist gar nicht so richtig wichtig, was das war. Aber nachdem ich die Notlage von zwei Personen sah, half mir folgender Gedanke, um gütiger zu sein. Die Chance, Hilfe anzubieten, begegnet mir in meinem Alltag nicht so häufig. Nutze sie. Und tatsächlich freue ich mich auch heute noch darüber, dass meine Hilfe dann angenommen wurde und ich etwas Gutes getan habe, zumindest für diesen Abend. Hat auch meinem Selbstwert gut getan.
Nun, ich weiß noch nicht genau, was als nächstes auf meinem Kanal passieren wird. Das Abschließen jedes Videos aus der Glücksreihe hat mich immer ein bisschen glücklich gemacht. Ich danke nochmal für das Interesse. Ich hoffe, dass immer so ein, zwei Anregungen für jemanden dabei gewesen sind. Und vielleicht wird euer Leben dadurch ein klein bisschen besser. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. My pleasure.